Wir sind heute in Roding in der Oberpfalz und es gibt ein schönes Fest zu feiern. Der Integrationsverein Multikulti hat 10. Geburtstag. Ideal ist ja immer, wenn man eine Methode findet, wie man ohne gegenseitige Sprachkenntnisse gut zusammenwirken kann. Und die vom Verein Multikulti hatten eine super Idee. Sie haben nämlich einen Kochstammtisch gegründet, der sich regelmäßig trifft. Und es werden da natürlich Speisen aus den unterschiedlichsten Ländern zubereitet. Also die Veranstaltung war besser, als ich gedacht habe. Also besser kann so eine Veranstaltung nicht werden. Ja, der Multikulti-Integrationsverein ist natürlich eine etwas andere Art von Verein, so muss man das schon betiteln, und ist wirklich auch ein Vorbild, ein Vorreiter, wenn es um die Integration geht bei uns in der Stadt. Sie sind für uns ein Ansprechpartner, haben viele ehrenamtliche Mitglieder, die wirklich da helfen, und ja, da können wir als Stadt nur stolz und dankbar sein, dass wir diese Unterstützung haben. Ich wünsche dem Multikulti-Verein, dass er weiterhin so erfolgreich ist, im Ehrenamt für andere Leute da zu sein. Und wünsche mir auch, dass er eine gute Zukunft hat und beispielgebend ist für viele andere, damit sie das auch so machen. Kochen ist einfach spontan und Essen zusammen genießen ist der Schlüssel. Also wenn ihr euch integrieren wollt, kommt einfach zu uns vorbei.